Liebe Schwestern und liebe Brüder, Sie wissen ja, dass Kaplan Schiller und ich auch während der Corona-Zeiten für Sie stellvertretend die Heilige Messe feiern. Und ich möchte Ihnen gerne erzählen, was wir dabei am vergangenen Mittwoch hier in St. Gertrud in Morsbach erlebt haben. Wir standen hier ziemlich im Dunkeln, der Strom war nicht da, wegen Bauarbeiten war er abgeschaltet und außerdem war seit langem der erste trübe Tag, sodass wir hier ziemlich im Dunkeln waren. Aber als wir den Gottesdienst feierten, geschah auf einmal etwas Wunderbares. Ein Lichtstrahl fiel hier hinten durch das Fenster der Auferstehung, das uns Christus als den Sieger über den Tod anzeigt. Und erhellte dieses Fenster in wunderbarem Glanz. Außerdem fiel dieser Lichtstrahl auf das Kreuz des Tabernakels und hat dieses Kreuz vergoldet. Und der Lichtstrahl fiel hier auf den Altar und erhellte diesen. Ein wunderbares Zeichen. Das Zeichen des Lichtes kann uns etwas erklären und etwas verdeutlichen. Das Licht sagt uns, Christus ist auferstanden. Das feiern wir in dieser Osterzeit. Das Licht sagt uns aber auch, wenn es auf das Kreuz fällt, das Leid ist nicht einfach weggewischt. Nein, das Leid wird durch die Auferstehung nicht einfach beseitigt, sondern es wird erhellt. Christus ist gestorben und auferstanden für uns. Und er nimmt unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere Sorgen mit hinein in sein Auferstehungslicht. Und dass das Licht auch noch auf den Altar fällt, das sagt uns, wir sind mit ihm verbunden. Hier am Altar feiern wir Gottesdienst. Hier ist unsere Gemeinschaft. Und hier nimmt uns Jesus mit hinein in seine Gemeinschaft, in seinen Tod und in seine Auferstehung. Wenn wir ab nächster Woche wieder gemeinsam den Gottesdienst feiern können in unseren Kirchen, dann wünsche ich, dass wir das von Neuem spüren, dass Christus da ist und mit seinem Licht auch unsere Herzen, unser Leben und unsere ganze Welt hell macht. Ihr Pastor Tobias Zöller aus Morsbach.